Freunde, ich habe gesagt, ich wollte keine vielen Vlogs mehr machen, aber es regnet. Oh, geil. Es regnet. Es regnet hier gerade. Also nicht doll, es nieselt, aber das ist der erste Regen. Oh mein Gott. Den ich seit über 6, 7, vielleicht durch Gran Canaria, vielleicht 10 Wochen. Der erste Regen, den ich spüre. Nein, ist Quatsch. Der Tag, bevor ich noch weitergefahren bin. Aber trotzdem, seit 4,5 Wochen der erste Regen. Oh, das ist einfach nur geil gerade. Nochmal übrigens Birke Kara bei Nacht. Das ist der Start von einem Vlog, den ich weiß ich noch nicht wann hochlade. Aber das macht ja auch erstmal nichts. Oh, bin ich gerade froh. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt sieht. Sieht man es? Vielleicht ein bisschen, ne? Ja, ja doch. Ich glaube schon. Sonst, ich glaube, man kann es am Fenster sehen. Kann man es sehen? Ja, ich glaube. Ja. Ah, oh, es ist so schön kühl. Oh mein Gott. Ist das geil. Das windet auch gar nicht. Oh, scheiße, Mann. Okay. Jetzt gehe ich aber auch rein. Und wir hören uns später wieder. Ja, Mann! 5 Minuten Regen hier und die Straßen sind überflutet. Das ist unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. Regen auf Malta. Kommen wir in eine Britin. Sofort fängt es an zu regnen wie sonst was. So, Freunde, nach diesem sehr, sehr tollen Anfang sind wir mittlerweile hier angekommen am nächsten Tag, am Freitag bereits. Das heißt nur noch 9, 10 Tage für mich. Und ja, ich möchte in diesem Vlog jetzt heute noch ein bisschen schnacken. Und zwar unter anderem über die Champions League-Auslosung. Und da ist einiges Geiles passiert. Wir haben einige geile Gruppen. Dazu werde ich noch ein bisschen was zu YouTubern allgemein sagen. Ja, zu meinen Lieblings-YouTubern. Und ja, nochmal auf eure Kommentare von gestern eingehen. Unter dem gestrigen Video, was ich gemacht habe, wo ich mich entschuldigt habe für die Entschuldigung. Und für die Aussage, dass keine Daily Videos mehr kommen. Ja, am Samstag, wie gesagt, kommt dann nach meiner Ankündigung eine Analyse von 96, nur vom 96-Spiel. Und meine Tipps zur Bundesliga habt ihr ja schon. Am Sonntag gibt es dann nochmal einen kleinen Vlog, aber der auf was anderes, Spezifischeres bezogen. Und am Montag Karrieremodus und am Dienstag gibt es dann Meinung zu allem, was in der Bundesliga passiert ist und zum Fußballwochenende allgemein, also auch Premier League. Und zwar, ich denke mal, wieder im Football-Stars-Format. Bin mir auch noch nicht ganz sicher. Müssen wir mal schauen. Schaut auf jeden Fall nochmal im gestrigen Video vorbei. Ja, in Kooperation mit Football-Stars. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr eventuell gegen mich antreten wollt in verschiedenen Challenges zur Bundesliga, zur Premier League. Oder wenn ihr allgemein Bock habt zu sehen, was ich so von der Bundesliga, von den jeweiligen Spieltagen halte. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Und ich würde sagen, wir starten mit immer noch sehr angeschlagener Stimme und angeschlagenem Hals in den Tag. Beschlossen, dass ich mich jetzt auf dem Weg als erstes daran machen werde, ein bisschen darüber zu reden, was mit den YouTubern denn abging. Und zwar folgendes. Gronkh hat ein relativ mittlerweile bekannt geworden sein solltendes, wie auch immer, Video gemacht, jetzt nach der Gamescom, in dem er 19 Minuten knapp sein Herz ausschüttet, dass es ihm leid tut, dass er nicht alle auf der Gamescom treffen konnte, glücklich machen konnte, nicht allen den Willen geben konnte und so weiter und so fort. Stell dir das mal vor. Das ist der größte Gaming-YouTuber Deutschlands, wenn ich noch aktuell im Stand bin. Und der entschuldigt sich dafür, dass er auf einer Messe, auf der andere YouTuber mit Security rausbegleitet werden, die ein Viertel seiner Abonnenten haben, was auch teilweise nötig ist, ja. Der entschuldigt sich dafür, dass er nicht jedem die Hand geben konnte, nicht mit jedem quatschen konnte, nicht jeden in den Arm nehmen konnte. Das ist doch einfach nur krass. Der Typ ist sowas von genial. Das ist so ein Phänomen, weil es, glaube ich, der so mitliebste Mensch auf Erden ist. Der will keinem was Böses, der will allen das Beste und versucht auch jeden wirklich restlos glücklich zu machen, auch wenn es nicht geht. Und das ist genau der Punkt. Viele YouTuber versuchen, euch glücklich zu machen. Manche geben Fick drauf, ja. Die machen halt so ein bisschen den typischen Kram, aber sind jetzt auch nicht so wirklich menschlich oder zeigen menschliche Nähe. Anders als beispielsweise Gronkh. Auch bei Commander Krieger habe ich das festgestellt, als ich mit Ron auf der Gamescom war letztes Jahr. Oder auch kleinere YouTuber wie Ahornente. Ja? Extrem geile Menschen, Persönlichkeiten, mit denen man wirklich gerne Zeit verbringt. Oder teilweise verbringen würde, weil es halt bei Gronkh beispielsweise nicht möglich ist. Die sind einfach mega, mega freundlich. Nehmen sich die Zeit,
Ja, und dann hast du echt noch Leute, die sich darüber beschweren. Also ich kann ja schon teilweise wirklich Hate unter meinen Videos nicht nachvollziehen. Weil im Endeffekt sorgen wir YouTuber dafür, dass ihr was zum Gucken habt. Ihr habt Entertainment und es ist nicht, dass wir das für euch machen. Also wir machen es für euch, aber nicht für die Hater, sondern für die, die es gucken wollen. Und wer das nicht respektiert und wer auch bei einem Scheißvideo, wenn mal ein Scheißvideo kommt, wer da nicht mal sagen kann, ja, kommt mal vor, Fehler sind menschlich, weiß ich nicht, was mit dem dann los ist, weil, ganz ehrlich, YouTuber sind, wie Marcel gestern in seinem Video gesagt hat, auch wenn ich Marcel nicht mehr gucke, 24/7 YouTuber. Ja, ist für mich nicht so. Ich kann auch abschalten, aber die Großen. Auch wenn Gronkh, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ganz anders tickt, weil Gronkh tickt so wie kein Mensch. Der ist sowas Spezielles, was Besonderes. Also das ist wirklich, ja, was ihr im Kopf haben müsst. Dass die YouTuber für euch wirklich vieles eingehen, vieles machen und sehr viel Aufwand betreiben. Viele schätzen das, aber viele Hater halt auch wiederum nicht. Und das ist nur nochmal das Dankeschön für all die, die es zu schätzen wissen und der Aufruf an alle die, die es vielleicht noch nicht ganz so tun. Um nochmal darauf zurückzukommen, ich wurde hier gefragt von einem meiner Housemates, wer denn mein Favorite YouTuber wäre. Und also die haben natürlich mittlerweile alle mitbekommen, dass ich YouTube gucke und YouTube mache. Und ich konnte es erst nicht sagen, aber ich weiß eigentlich doch ganz genau. Von Gronkh gucke ich die Videos nicht mehr, deswegen wäre das gelogen und heuchlerisch jetzt zu sagen, nur wegen diesem einen Video, dass er mein Lieblings-YouTuber ist. Aber ich mag ihn sehr, von der Persönlichkeit her. Und kann immer wieder zwischendurch Videos angucken von ihm. Aber die Games interessieren mich halt einfach nicht. Meine Lieblings-YouTuber sind Commander Krieger. Vollkommen egal, ob er weniger Klicks hat. Ein bisschen, ja, Gemüseauflauf. Vollkommen egal, ob er weniger Klicks hat als andere. Oder ob er, ja, nicht mehr mit der Zeit geht. Der Typ ist sowas von sympathisch und macht so geile Videos immer noch. Von daher auf jeden Fall mit ganz oben dabei und dann InScope. Weil Inski ist jemand, der spackt auf seinem Hauptkanal total ab, aber auf eine geniale Art und Weise, ist mega unterhaltsam. Auf seinem Zweitkanal ist er real. Und das unterscheidet ihn meinen Augen von KS Freak beispielsweise. Weil KS Freak ist nur Spacki. Und InScope hat einen realen Part. Ich habe vorher KS Freak sehr gefeiert, aber InScope ist definitiv, den feiere ich auch schon seit er Call of Duty gemacht hat. Den habe ich damals, als er noch mit Benny Videos gemacht hat, viel mehr gefeiert als Benny und hab die damals schon geguckt. Überlegt mal, wie lange das her ist. Guck mal, der Krieger verfolge ich auch schon seit Modern Warfare 2. Da seht ihr mal, ich bin auf YouTube schon ein relativ alter Hase. Naja, so genug über dieses Thema gelabert. Eigentlich könnte ich daraus ein eigenes Video machen. Aber schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung und eure Lieblings-YouTuber in die Kommentare. Jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der FIFA-Szene, sondern wirklich so vom Menschlichen her. Ja, kann auch sein, dass es da welche sind, aber vielleicht mal von den richtig Großen. Und wir sehen uns später wieder, wenn es um die Champions League geht. So, Freunde, mittlerweile habe ich Feierabend. Es ist so ungefähr 20, nee, Viertel vor zwei. Ich bin ja noch ein bisschen sick, aber was willst du machen? Mir wurde heute übrigens erzählt, dass das hier auf Malta wohl ab und zu öfter mal so ist, gerade im Sommer, aufgrund des Drecks, aufgrund der Luftfeuchtigkeit und aufgrund der Hitze in Kombination. Hier ist gerade wieder laut bis zum geht nicht mehr. Ich habe beschlossen, ich möchte doch gar nicht mehr so viel über die Champions League sagen, denn ich habe das gestern erst auf Twitter rausgehauen, das wäre für mich redundant. Das heißt, alle, die es interessiert, Dankeschön, können einfach mal auf Twitter vorbeischauen, da habe ich auf alles meine Reaktionen geschrieben. Was ich hier nochmal sagen will, Gladbachs Gruppe ist unglaublich schwierig, ich glaube, die werden Dritter. Und was noch unglaublich heftig ist, ist Dortmunds Gruppe, alter Schwede. Also das sind wirklich so die beiden Hammergruppen in meinen Augen, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze so laufen wird, aber an sich gibt es auch interessante Sachen. Leicester beispielsweise ist eine sehr ausgeglichene, sehr einfache Gruppe, ich glaube Benfica auch. Also im Vergleich zu den Hammergruppen einfach, aber halt sehr ausgeglichen und sehr spannend. Gute Chancen für Ron Robert. Von daher sehr nice, schreibt mal gerne hier oder bei Twitter eure Meinung mal rein. Und jetzt kommen wir mal zu den Kommentaren von gestern unter dem Video. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Sehr viele von euch haben mir nochmal Mut zugesprochen, haben sich nochmal bedankt, haben auch gesagt, wenn du das wirklich so durchziehst, dann wird das richtig geil und so. Danke auf jeden Fall für die gute Reaktion, die gute Aufnahme, dass ihr verstanden habt, wie ich das meinte, das Video, also die Rechtfertigung quasi verstanden habt. Auch viele haben gesagt, du brauchst dich gar nicht rechtfertigen, aber doch, finde ich schon.
das gehört irgendwie dazu, wenn man was sagt und es kommt falsch rüber oder Leute verstehen es nicht so, wie man es gemeint hat, dann muss man es irgendwie klarstellen. Ist zumindest in meinen Augen so. Und von daher, aber danke für die Reaktion und ich hoffe, ja, genauso wie ihr, dass ich es alles so durchziehen kann, wie ich es geplant habe. Bin ich mal gespannt. Übrigens ist es hier bewölkt bis zum geht nicht mehr. Es ist wirklich dunkel. Ich glaube, es regnet heute wieder. Habt ihr ja gesehen, wie es gestern aussah mit Regen. Also das ist hier echt komplettes Kontrastprogramm zurzeit. Aber egal. Heute Abend übrigens Hannover gegen Bochum. Ich glaube, ich habe einen Tipp schon gesagt. 1-2 tippe ich. Hab mega Bock auf dieses Spiel. Also wirklich richtig heftig. Bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Bundesliga-Tipps habt ihr gestern gesehen. Premier League auch. Es gibt jetzt übrigens auch Tipprunden. Stehen nochmal hier unterm Video mit dabei, wie die heißen. Einmal MGT PL 1617, MGT Bully 1617 und MGT Bully 2. Könnt ihr überall mitmachen. In der Premier habe ich einen leichten Vorsprung, weil ich da versehentlich schon alleine getippt habe. Weil ich vergessen habe, dass da keiner von euch Bescheid weiß. Aber es macht nichts. Im Notfall ziehe ich die Punkte halt am Ende ab. Und dann seht ihr, ob irgendwer oben steht. Ich bleibe sowieso oben. Ich kenne mich ja. Naja, wie auch immer. Das war es auf jeden Fall von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Kicktipp bei den Gruppen vorbei. Checkt die Links in der Beschreibung aus. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und zwar morgen mit der Analyse vom 96-Spiel. Genau. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Und ciao.